Ich bin hier heute in Bad Dürkheim. Da hinten sieht man auch die berühmte Spielbank von Bad Dürkheim. Und hier hinter mir sieht man auch eine Europaflagge. Ist mir nur gerade aufgefallen. Aber um Bad Dürkheim soll es heute in diesem Video eigentlich nicht gehen, denn darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Tatsächlich möchte ich mit euch heute von Bad Dürkheim entlang der Weinstraße zum Weingut Weilberg laufen, das, soweit ich weiß, auf eine römische Villa zurückgeht. Und mal schauen, was wir da alles so entdecken. Ja, ich bin jetzt aus Bad Dürkheim rausgelaufen und begebe mich nun in die schöne Weinstraßenregion. Und damit willkommen erstmal zu meinem neuen Video hier bei Live Life, wo es heute mal wieder um die deutsche Toskana geht. Heute im Bereich um Bad Dürkheim. Hier auf dem Schild kann man lesen, dass mich mein Wanderweg hier in dieser Kapelle vorbei zum Weingut Weilberg führt. Und bin mal gespannt, was wir heute auf der Wanderung alles so Interessantes entdecken. Auf jeden Fall finde ich schon mal interessant, diese Michaeliskapelle hier zu sehen. Die habe ich, als ich damals in Bad Dürkheim war, zwar von unten gesehen, aber habe mich dann irgendwie dagegen entschieden, hochzulaufen zu dieser Kapelle. Und von hier hat man auch einen wunderbaren Ausblick auf Bad Dürkheim. Man sieht diese ganzen schönen Gebäude von Bad Dürkheim und auch das Bad Dürkheimer Weinfass. Bad Dürkheim selber ist eh so eine richtig schöne, typische Pfälzergemeinde, wo man sieht, wir sind hier in einem der schönsten Flecken Europas. Und jetzt begebe ich mich weiter und schaue mal, was ich heute alles Interessantes für euch entdecke. An dieser Stelle füge ich mal einen kleinen Beitrag über die Michaeliskapelle ein. Die Michaeliskapelle wurde 1155 erstmals aus Monte Sancti Michaelis bezeugt, als hier ein dem Erzengel Michael geweihtes Heiligtum entstand. Sie dient im Hochmittelalter als wichtige Wallfahrtsstätte. Alljährlich fand am Patronatstag, dem 29. September, eine große Kirmes rund um die Kapelle statt, die spätestens 1577 aus Platzgründen an den Fuß des Berges erlegt wurde. Dies gilt als Keimzelle des Bad Dürkheimer Wurstmarkts. Der heutige Bau ist eine Rekonstruktion, die 1990 entstand, da 1601 der barocke Sakralbau abgerissen worden war. Ja, ich bin jetzt mal weitergelaufen und habe hier eine Wegkreuzung gefunden mit schönen Schildern in alle Richtungen. Und da sieht man einfach, was es hier alles Wunderschönes zu sehen und zu entdecken gibt bei jedem Wetter. Man kann natürlich sagen, das hier ist keine tolle Toskana, weil es regnet hier. Ich habe heute auch einen Regentag erwischt, aber es ist doch eigentlich egal, welches Wetter es ist. Man sollte immer Spaß an der Natur haben, unterwegs sein und seine Region kennenlernen. Und ich persönlich finde das sogar schöner, auch manchmal bei Regen unterwegs zu sein, denn dann ist es nicht so heiß und man schwitzt nicht so arg. Man wird allenfalls ein bisschen nass. Und ich finde das manchmal ganz angenehm, weil es dann auch so schön frisch und kühl ist. Ich gehe dann mal weiter und schaue, was es hier noch Interessantes gibt. Möchte aber an dieser Stelle auch noch auf einen interessanten Beitrag hinweisen. Ein Video, das ich ja auch mal hochgeladen habe, wo ich in einem anderen Teil der Pfalz unterwegs war. Und wo ich erklärt habe, warum ich trotz Regen und so immer noch der Meinung bin, wir befinden uns hier in der deutschen Toskana. Das verlinke ich euch mal oben in den Infokarten. Und mal schauen, was ich jetzt am Weitergehen Richtung Weingut Weilberg sonst noch so entdecke. Was ich als begeisterter Geografie-Enthusiast und auch jemand, der durch sein Raumplanstudium ja auch viel Geografie hatte im Studium, hier sehr interessant finde, was aber auch für Kinder interessant sein kann, sind hier auf meinem Wanderweg, den ich heute gehe, diese Tafeln, wo immer wieder interessante Sachen über Geografie erzählt werden. Also hier wird erzählt, dass es sich hier bei diesem Peterskopf um eine uralte Schicht aus Buntsandstein handelt, der ja hier im Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordvogesen von ganz besonderer Bedeutung ist. Der Pfälzerwald ist ja eines der größten Mittelgebirge aus Buntsandstein, die wir hier in Europa haben. Und so findet man immer wieder interessante Dinge. So wird auch erzählt, wie hier diese Mauern in den Weinbergen entstanden sind und wie hier Weinbau betrieben wird seit Jahrtausenden.
Es ist ja sogar teilweise so, dass es manche gibt, die sagen, der Weinbau war hier schon bevor die Römer kamen. Aber ob das wirklich stimmt, kann man letztlich doch irgendwie anzweifeln. Ja, ich gehe dann mal weiter und schaue, was man noch Interessantes entdeckt und muss ehrlich sagen, irgendwie ist das mit dem Regen doch ganz angenehm. Diese Weinlage, an der wir uns befinden, nennt sich Spiegelberg. Und da gibt es verschiedene Spekulationen zu. Unter anderem wird vermutet, dass sich der Name vom lateinischen Specula, was so viel wie Warte oder Beobachtungspunkt ableitet. Und deshalb wird vermutet, dass hier ein römischer Wachturm stand, von dem aus hier die vielen Villen, die sich hier befanden, gesichert wurden. Denn die Villa Weilberg, zu der wir heute gehen, ist nicht die einzige Villa, die es hier in römischer Zeit vermutlich gegeben hat. So, ich habe jetzt hier mein Ziel erreicht, nämlich die schöne Villa Weilberg. Und das hat schon einen sehr italienischen Touch, hier durchzulaufen. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist in der Toskana. Das Einzige, was jetzt hier vielleicht ein bisschen anders ist, ist das regnerische Wetter, das ich für meine Tour heute erwischt habe. Das Tolle ist auch, dieses Gelände hier ist frei zugänglich. Diese Villa hier, diese Anlage, wurde tatsächlich zufällig nur entdeckt, als man hier wegen Flurbereinigungen die Überreste gefunden hat und dann näherer archäologischen Untersuchungen festgestellt hat, dass hier tatsächlich sich eine Villa befindet. Und zwar eine römische Villa aus dem 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus und damit eine eigentlich recht junge Villa. Aber anscheinend hat hier ein reicher Römer möglicherweise auch zum Weinanbau sich eine Villa gebaut in die deutsche Toskana, in die Pfalz. Und es freut mich, dass es hier so schöne Anlagen gibt. Da muss man nicht weit fahren und man gelangt plötzlich in so ein interessantes Gelände. Natürlich ist nicht alles, was man hier besichtigen kann, noch original erhalten. Viele Anlagen, besonders die Säulen und auch hier die Mauern, sind teilrekonstruiert, damit man ein ungefähres Bild davon bekommt, wie die Anlage hier tatsächlich früher ausgesehen haben könnte. Anhand der Größe der Anlage kann man erkennen, dass es sich hier um einen wirklich reichen Römer gehandelt haben muss, der sich Sklaven leisten konnte und auch Vieh in seiner Wohnung hatte und möglicherweise hier sogar eine wichtige Position in der Region hatte oder ein bedeutender Weinhändler war. Wem die Villa letztlich besaß, das ist, soweit ich informiert bin, noch relativ ungewiss, aber man weiß ja auch nicht über jeden Römer Bescheid, der je gelebt hat. Interessant finde ich hier beim Rausgehen übrigens noch, oder beim Reinkommen, je nachdem, wie man sieht, noch eine interessante Sache. Und zwar steht hier der Text, ja, auf Lateinisch und auf Deutsch. Und ich finde es schön, wenn man begrüßt wird mit Salvete amatores Romae, was so viel wie heißt wie Salve, Freunde Roms. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute, denn ich habe mein Ziel erreicht. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal hier irgendwo in der Pfalz.
Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich habe hier eben noch was entdeckt, ehe ich es vergesse. Gefördert wurde die Teilrekonstruktion vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes, den ELR. Und damit habt ihr wieder einen Beweis, was wir alles der Europäischen Union verdanken. Das wollte ich hier in diesem Video auch mal nochmal gesagt haben. Wie dem auch sei, wenn ihr keine weiteren sanften Videos aus der Pfalz verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ich werde hier jetzt am Ende noch ein Video über das Leininger Land verlinken. Das befindet sich übrigens in der Richtung von mir aus gesehen. Ja, wenn euch das interessiert, dürft ihr gerne draufklicken. Ansonsten gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao!